das beste Team Europas, der amtierende Champions League-Sieger im Wasserball, ist zu Gast in Schöneberg. Das Team aus Czolnok, die Wasserfreunde aus Spandau mit den weißen Badekappen, gewinnen das Anschwimmen, haben somit Ballbesitz. Neben mir sitzt der Mann, der immer Champions League-siegreif ist, Hagen Stamm. Schön, dass du heute Abend wieder dabei bist. Hagen, kurz gesagt zur Einstimmung: Jeder der Spieler aus Spandau müsste heute doch einfach nur brennen, um zeigen zu wollen, dass man genauso gut sein kann in einem Spiel wie der amtierende Champions League-Sieger, oder? Ja, na, ich denke, es ist eine Weltauswahl, gegen die wir heute hier spielen. Die könnte durchaus Olympiasieger werden, wenn sie als Vereinsmannschaft spielen dürfte. Mit 3 Serben, mit 5 ungarischen Nationalspielern, einem australischen Nationalspieler. Und ich sage mal, Spandau hat nicht zu verlieren. Also es gibt überhaupt keine Probleme mit der Psyche. Man kann eigentlich gegen die Jungs nur gut aussehen. Und das muss man versuchen. Ich glaube, es ist auch am Anfang wahnsinnig wichtig, da gegenzuhalten. Es wird wichtig sein, dass der Torwart hält. Und das war mein Stichwort. Ja, es wird wichtig sein, dass der Torwart hält. Und da kommt mit der Sirene zu Ende der Angriffszeit das 1:0. Gergo Salanki. Score ist Wasserfreunde Spandau 04. Wir sehen in der Zeitlupe, dass er sehr lange da noch aufziehen kann. Und ja, das ist für einen Torwart dann sehr schwer. Da muss der Verteidiger angreifen, den Winkel kürzer machen, damit er dann nicht in der letzten Sekunde der Angriffszeit, die ja 30 Sekunden ist, dann noch einen Abschluss kommt. Wasserfreunde jetzt im Ballbesitz und mit dem zweiten Angriff dieser Partie. Marin Restovic, der wird den Abschluss nehmen. Oh, der trifft zum 1:1. Flotter Beginn. Ja, 2 Schüsse, 2 Tore und 2-mal die Linkshänder. Marin Restovic und auf ungarischer Seite Czalanki, auch Linkshänder. Spandau fing jetzt mit Pressdeckung an, oder ist wieder Czalanki, der darf nicht so lange aufziehen. Das da war beim ersten Tor schon die Problematik, dass Laszlo Baksa im Tor das überhaupt nicht mag, wie man gleich in der Zeitlupe sicherlich auch noch mal sehen wird, das lange aufziehen. Da müssen die Spandauer angreifen und den am Schuss hindern oder den Winkel, wie gesagt, verkürzen. Das ist zu einfach. Zwei Würfe, 2 Treffer, sind wir bei 100%. Ja, und hoffen wir wenigstens, dass es jetzt auf Spandauer Seite so weitergeht und die vielleicht dann auch das 2:2 machen. Schön wäre natürlich gewesen, wenn Spandau in Führung hätte gehen können. Nikola Dedovic, Luke Gielen mit der 3, Dedovic mit der 8. Da wird die Zeit auch gespielt werden und dann wird da der Abschluss kommen. Schuck, der Spieler mit der Nummer 6, behindert da Luke Gielen am Ausführen und damit Spandau in Überzahl. Suchen nach der Lücke, der ist drüber. Ja, schade, das war wichtig. Überzahl ist natürlich immer psychologisch auch wichtig. Das ist die erste Überzahl, wo man ja schön lange ausspielen kann. Dann vielleicht zum Torerfolg, aber der rutscht dem Luke Gielen über die Schaufel. Musste der Torwart überhaupt nicht halten, war auch damit auch nicht torgefährlich. Ja, 5 Meter. 5 Meter Strafwurf. Den wird Prolene Prelenovic machen, Nummer 9 von Czolnok. Für mich aktuell der beste, weil vielseitigste Spieler auf der Welt.
der vielseitigste und beste Spieler der Welt macht dann auch den Treffer zum 1:3. Ja, hoch, wie man in der Zeitlupe jetzt sieht. Es ist sehr schwer, also dann hochzuhalten. Ich glaube, Torwil Hüter haben eine viel bessere Chance, wenn der Schuss flach kommt. Da hatte Baxa im Tor keine Möglichkeit. Und da sind ja 2 Tore Abstand bereits in einer Phase. Und der 5 Meter war klar, dass er versucht, sich da vorne zu drehen. Der ungarische Center, der den 5 Meter dann da auch rausholt, ist Gábor Kiss, ein alter Hase. Und da kommt das Anspiel hier von der richtigen Seite und Markus Stamm muss faulen und damit den 5 Meter nehmen. Es gibt noch mal eine Rausstellung, ist auch richtig, weil der Spieler steht dann mit beiden Händen drauf. Auf Stefan Plesivac, einem der Neuzugänge von Spandau. Überzahlsituation, die zweite, die sitzt. Das ist der zweite Neuzugang. Tibi Negrean, rumänischer Nationalspieler, macht das sehr schön. Kurze Aufziehbewegung und dann die kurze Ecke. Die Verteidigerhand war eigentlich da die falsche und die kurze Ecke ist leer. Und das bestraft er gnadenlos. Sehr schön. Torwart kann den nicht halten, weil Verteidiger hat die falsche Hand. Und jetzt hat sich Spandau den Ball erkämpft. Ja, der Ball rutscht auf dem Wasser so an dem Angreifer vorbei, der einen Freiwurf haben wollte, aber den vom Schiedsrichter nicht kriegt und damit jetzt eigentlich die Chance. Ja, sehr schön, der geht durch. Der Pass wäre schick gewesen. Na gut, ihr meint, aber es war von hinten noch ein weiterer Verteidiger dran, also da gibt der Schiedsrichter dann nichts, hätte der Ball doch vielleicht erst nach außen zu Marin Restovic, das wäre besser gewesen. Aber immerhin, Spandau ist jetzt im Spiel. Ja, aber man sieht auch bei den Ungarn, auch dass nicht alles Gold, was glänzt und nicht alles funktioniert, so wie Lukiel den vorhin klar übers Tor setzt. Jetzt auch der bereits zweifache Torschütze der Ungarn, der Linkshänder Zalanki, der den auch ohne Feindeinwirkung einfach übers Tor donnert. Spandau wieder flott nach vorne gespielt. Der Pass ist schön und deswegen fällt auch das 3:3. Ja, toll, da freue ich mich besonders. Und der ungarische Trainer ist not amused. Er nimmt sein Timeout. Jeder Trainer darf pro Viertel einen Timeout nehmen. Und dann hat Ben Reibel wunderbar das Tor. Auch Zugang in diesem Jahr, ganz junger deutscher Nachwuchsspieler, eines der großen deutschen Talente. Da nimmt er den und zieht den einfach also ab. Also beide Torhüter sehen bisher nicht sehr gut aus, kriegen keine Hand an den Ball. Ist aber auch sträflich freigelassen in der Mitte. War ein schöner Konter, war, glaube ich, sehr gut vorgetragen, außen den Ball an. Der Mittelmann, der dann frei ist, kriegt den Pass, hatte noch ein wenig Angst, dass er von hinten vielleicht draufgreifen kann. Aber dann macht der Ben Reibel da einen tollen Schuss. Sohn von Nationalspieler Guido Reibel, mit dem ich selber noch zusammen gespielt habe, der auch in Spandau 4 Jahre, glaube ich, gespielt hat. Beide gebürtige Uerdinger. Und dann in der großen Stadt Berlin. Ja, der Papa hatte hier, glaube ich, eine sehr schöne Zeit. Und von daher war es auch klar, dass der Sohn hierher kann. Wie gesagt, er ist über 2 Meter groß, schwimmt sehr schnell, hat eine gute Perspektive, wenn er dabei bleibt und weiter fleißig arbeitet, dann kann er ein Nationalspieler werden, der den Deutschen dann auch irgendwann hilft. Also sehr erfreulich, dass er das Tor jetzt da macht und damit den Ausgleich herstellt. Sehr schnell von 3:1-Führung für die Ungarn zu 3:3, das ist wichtig. Den Ball wieder erkämpft. Da haben 2 geholfen. Wenn die beiden nicht helfen, dann gibt es wieder den 5 Meter. Der versucht sich immer, um seine Vorderhandseite rumzudrehen, der Elver Kiss. Noch 9 Sekunden Angriffszeit. Und es fällt der Treffer.
Und das ist die erste Führung für Spandau. Ein sehr interessantes Tor. Der Neuner, von dem ich gesagt habe, für mich der weltbeste Spieler, Prelenovic, geht einfach in den Konter und lässt Dedovic da schießen. Man sieht es jetzt, er geht in den Konter, er spekuliert auf den Konter und darauf, dass er den Torwart hält und wird auch gleich ausgewechselt jetzt. Das ist also schon eine harte Entscheidung des Trainers, aber wahrscheinlich wird er sagen, ey, erst Verteidigung und dann Angriff. Sehr schön geschossen, durch die Hosenträger, unterm Arm durch. Und ich bleibe dabei. Der Torwart Nagy, oft als einer der besten Torhüter gewählt. Ich fand ihn noch nie gut und heute ist er auch nicht überragend bisher. Das ist ein hartes Urteil. Ja, ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass er einfach gute und schlechte Tage hat und man kann mit ihm auch ein Spiel verlieren. Ja, jetzt gibt es die Rausstellung. Das ist auch normal, dass die Ungarn jetzt auch eine Rausstellung kriegen. Und jetzt wäre natürlich für Spandau psychologisch wahnsinnig wichtig, dagegen zu halten und den vielleicht abzuwehren. Und besonders Baxter wäre es zu wünschen, dass er die Finger rankriegt und dass er einen guten hält jetzt. Ja, da macht dann Tisch Nummer 11, sehr abgebrüht das Tor da von der Position 2, weil unser Angreifer hier außen zu weit nach außen geht. Hier ist ein Rechtshänder auf der rechten Seite, da kann er zurückstehen bleiben im Passweg und dann kommt weder der Mittelmann noch der andere daran, wenn man so frei den Weg so frei lässt, den Passweg. 4:4, auf jeden Fall ein munteres Spiel und auf jeden Fall bisher ein sehr torreiches Spiel. Das 5:4 und auch da kann man sagen, dass der Torhüter nicht so ganz gut aussah. Also ich sehe den zweiten ungarischen Torwart gerade bei Warmmachübungen. Ich kenne den Trainer der Ungarn C, der ja bekanntlich mit seiner Mannschaft Champions League-Sieger im letzten Jahr geworden ist. Er sieht also völlig zerzaust aus, hat mehrere Jahre in Deutschland in Cannstatt Bundesliga gespielt. Und man sieht jetzt in der Zeitlupe auch, Dedovic, schönes Tor, aber der Torwart ist mit den Händen dran. Aber kriegt den Ball einfach nicht erhalten. 5:4 für die Wasserfreunde, die jetzt auch frühzeitig attackieren und sich den Ball erkämpfen. Was durchaus ein Ausrufezeichen ist. Ja, es wäre natürlich eine Sensation, im ersten Viertel jetzt mit einer Führung ins Viertel zu gehen. Es ist noch 1:30 zu spielen. Spandau hat den Ball. 14 Sekunden Angriffszeit. So, 7 Sekunden, da wird der Abschluss jetzt kommen. Kam nicht dazu. Ja, Maurice Jüngling wollte das Foul und dann einen direkten Torschuss machen. Den gefallen hat ihm der Schiedsrichter nicht getan. Und damit noch 1 Minute zu spielen und die Ungarn im Angriff. Mit der Nummer 10 Schuck, Nummer 7 Aleksic, der Australier Younger, Nummer 8 Aleksic Serbe. Ja, der hat den Ball in der Hand, das erlaubt der Schiedsrichter sehr gut und damit gibt der Ball unter Wasser. Wenn der Angreifer den Ball in der Hand hat und der Verteidiger dann auf die Hand haut, dann gibt es Ball unter Wasser und Freiwurf für Spandau in dem Fall. Und ich wage mal die Prognose ausspielen, 26 Sekunden noch und nur noch 36 zu spielen. Kein Ballverlust und dann vielleicht am Ende noch ein Torschuss. Oder eine Hinausstellung provozieren. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht am Ende noch ein guter Abschluss am Ende der Zeit oder ein hoher Schuss und dann Torwart hält und dann gibt es eine Ecke und dann kann man in Ruhe dieses Viertel ausspielen. 8:7. Wurf kommt. Das war der hohe Wurf und damit sind noch 14 Sekunden auf der Uhr für das Viertel. Oh, da gibt es ein Konterfoul unterschwommen, pfeift der italienische Schiedsrichter in dem Fall. Sind es noch 8,2 Sekunden. Massimo Calabro, italienischer Schiedsrichter da drüben auf der Seite.
Der Wurf kommt. Ja, und Baxa hält, das ist wichtig, 0,3, also unter einer Sekunde. Das war das erste Viertel. Wir machen eine ganz kurze Pause. 5:4 für die Wasserfreunde aus Spandau gegen den amtierenden Champions League-Gewinner. So kann es weitergehen. Gutes erstes Viertel. Wir machen eine kurze Pause und sehen und hören uns dann gleich wieder. Und wir sind zurück zu den zweiten 8 Minuten in der Wasserball Champions League zwischen Spandau und Zeunock. Und ich bin gespannt, ob die Wasserfreunde aus Spandau das weiterhin abliefern können, was sie gegen Ende des ersten Viertels ins Wasser gezaubert haben. Das sah nämlich richtig gut aus. Sehr schön, Ben Reibel, Ball gewinnt und vorne ist einer frei. 1-3 egalisiert jetzt die Führung, wunderschöner Pass. 1-gegen-1 Situation und der ist auch drin. Freut mich für den kleinen Reibel toll. Gewinnt den Ball hier. Schiedsrichter lässt auskämpfen. Völlig richtig. Der Serbe in Diensten der Ungarn geht unter. Ben Reibel geht geschickt rum und Tibi Negerian vorne erkennt die Situation, geht in den Konter. Ja, ich würde jetzt, also wenn es irgendwo geht, würde ich abbrechen an der Stelle. Weil ja, 6-4 gegen den amtierenden Champions League-Sieger und der Trainer ist völlig von allen guten Geistern verlassen, hat überhaupt keine Lust, sich das weiter anzusehen, nimmt sofort wieder Timeout, um seine Leute nochmal dazu zu ermahnen, Spandau hier nicht zu leicht zu nehmen. Das ist eine Weltauswahl und da ist natürlich dann andererseits auch eine große Chance. Das sind so von sich überzeugte Spieler. Und wenn da mal der Wurm drin ist und das nicht läuft, und Spandau macht es bisher super. Aber der Ersatztürz hat auch immer noch seinen Bademantel an, also... Ja, den konnte der jetzt nicht halten, muss man auch ehrlich sagen. Negrean konnte fintieren, sich die Ecke aussuchen, wenn man allein aufs Tor zuschwimmt. Das Tor gehörte zu 80%. Jetzt Ben Reibel, der den Ball hinten abgefangen hat. Also bisher die stärkste Phase, die ich von Spandau in dieser Saison gesehen habe, muss man ganz deutlich attestieren. War so nicht zu erwarten nach der 1-3-Führung oder 3-1-Führung der Ungarn. Und wenn man sich die Namen im Wasser anguckt, da sind 3 serbische Olympiasieger, da sind 5 Vize-Weltmeister aus Ungarn dabei. Ein ungarischer Torwart und wunderbar zurückgesprungen, hervorragend geholfen. Die ackern da hinten auf die Spandauer jetzt um jeden Ball kämpfen, um jeden Quadratzentimeter, wirklich toll zu sehen. Sekunden Angriffszeit. Ja, jetzt wird Negrean den Abschluss nehmen müssen. Aus 6 Sekunden, er nimmt den und der hält ihn wieder nicht. Muss er auch nicht. Nee, der Verteidiger hält ihn. Ich sag mal, wenn der auf den Torwart gekommen wäre, weiß nicht, ob der den gehalten hätte. Also der hat heute wirklich bisher einen rabenschwarzen Tag und ich glaube, es wird sehr viel davon abhängen, wie sich beide Torhüter jetzt weitermachen. Ich habe natürlich die gute Hoffnung, dass Baxa da jetzt schade, da hat er Pech, da ist er mit beiden Händen dran. 6-5, Anschlusstreffer. 6-5. Durch die Nummer 8, Aaron Jammer. Solnok, Nizilabda, Sportclub. Gut, der ist allerdings auch schwer zu halten. Ja, der ist sehr schwer, aber er ist mit beiden Händen dran. Er ahnt die Ecke und ist dran und hat dann Pech, aber okay. Wir hatten dafür vorne jetzt auch mal mit einigen Schüssen Glück. Bisher jede Seite 2 Rausstellungen. Die Ungarn haben, glaube ich, aus einer Rausstellung ein Tor und Spandau aus einer Rausstellung ein Tor. Sehr rausstellungsarm bisher, aber schwimmerisch sehr intensiv. Trainer Kovacevic wechselt auch sehr viel. Da
Sein Spiel gelingt leider nicht. Nein, mit dem Pass kann noch da vorne Stefan Plesivac überhaupt nichts anfangen. Dann lieber ein Foul und versuchen, einen Weitschuss zu machen. Bei der Torwartleistung bleibt dabei. Es ist wichtig, dass die Bälle aufs Tor gehen. Jetzt gibt es Rausstellung gegen Marin Restovic und die Ungarn sind in der Überzahl. Ausgleich 6:6. Ansatzlos, ja. Aus dem Aufziehen nur, er macht die Aufziehbewegung und am Ende der Aufziehbewegung, wo man eigentlich denkt, dass kein Schuss mehr kommt, kommt die Beschleunigung. Sehr schönes Tor aus dem Handgelenk. Da sieht Baxa auch nicht gut aus. Das war zu leicht von 6-4 auf 6-6. Also da hätte man sich gewünscht, dass die Ungarn da länger kämpfen müssen, um den Ausgleich hinzukriegen. So, und jetzt ist es wahrscheinlich doch an der Zeit, über die Schiedsrichterleistung zu diskutieren. Ja, das ist der Serbe jetzt da drüben. Also der pfeift das zweite Foul. Erst wird Mateo Čuk in die Fliesen gedrückt, sodass er fast Bodenkontakt hat. Und dann ist es danach so, dass er versucht, sich zu befreien. Und dann gibt es für die Befreiungsbemühungen gibt's dann einen Konterfoul. Das ist natürlich sehr hart da, wenn man in der Center-Position ist. Hinausstellung gegen die Wasserfreunde. Ja, auf der anderen Seite lässt er auskämpfen und der Italiener gibt, wo ein schlechter Pass ist und der Verteidiger dran ist, gibt der Italiener jetzt eine Rausstellung. Das ist natürlich schon extrem hart jetzt. Und somit die Führung für Szolnok 6:7. Spandau immer noch im Ballbesitz. Ja, es ist noch Angriffszeit genug. Schade, der wäre natürlich schön gewesen, wenn man mit dem Unentschieden jetzt in die Halbzeit hätte gehen können da. Da waren noch Hände dran. Ja, glaube ich, war eine Verteidigerhand. Und ehrlich gesagt, besser wäre vielleicht gewesen, wenn Tibi Negrean den Schuss außen nimmt. So gehen wir leider mit einem Torrückstand in die Halbzeit. Hektisch war es zum Ende des zweiten Viertels. Jetzt können wir ganz kurz alle noch mal durchschnaufen. Und das zweite Viertel ist jetzt beschlossen. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und sehen und hören uns dann gleich wieder, damit man jetzt noch mal ganz kurz durchatmen kann. Und wir sind zurück zur Wasserball Champions League auf TV Berlin. Die Wasserfreunde aus Spandau verkaufen sich sehr, sehr teuer gegen den amtierenden Champions League-Sieger aus Szolnok. 6:7 heißt es aus Sicht des Teams von Peter Kovacevic, aber es ist da noch eine ganze Menge drin und es ist wahrscheinlich, würde ich sagen, auch die beste Saisonleistung, die Spandau bis dato gezeigt hat. Bisher mit Abstand, ja, sie kämpfen wirklich um jeden Zentimeter auch füreinander und sie schwimmen eben auch zurück und springen zurück. Oh, da wird sich verhakt. Also der Serbe pfeift für mich bisher eine Katastrophe, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da drüben hat seinen eigenen Stil. Wundervoller Pass. War der Pass super. Und der Abschluss war eigentlich auch wunderschön. Schade, war ein schöner Bogenball, da hat er sehr viel Pech. Er hätte ein Tor verdient eigentlich. Man muss vielleicht noch nachtragen, dass auch der ungarische Trainer inzwischen die gelbe Karte gekriegt hat. Kovacevic hat eine gelbe Karte bekommen. Und auch der ungarische Trainer C hat eine gelbe Karte mit der letzten Aktion des zweiten Viertels. Da hat er sich auch beschwert. Also beide mit gelber Karte vorbelastet. Und damit Risiko, dass einer hier das Spiel als Trainer auf der Bank nicht zu Ende erlebt. Oder vielleicht beide. Wer weiß es. Noch 14 Sekunden Angriffszeit, da ist noch genug Zeit. Sind wir bei 9. Bei 7 Sekunden, es kommt der Wurf.
Ja, da war nicht zwingend genug von Marin Restovic. War zu weit weg und er hat nicht unbedingt den kräftigsten Schuss. Da hat man den ungarischen Torwart nicht in Probleme. Und wieder hat übrigens der Verteidiger gehalten. Der ungarische Torwart musste den nicht halten, sondern der Verteidiger hat geblockt davor. Dieser Serbe pfeift wirklich, also ich kann mich gar nicht beruhigen, was der da drüben macht. Das ist wirklich unbegreiflich. Gibt da einen Freiwurf, anstatt da einen Stürmer voll vorne jetzt zu geben. Schön geblockt den ersten Wurf. Ja, Dedovic macht bisher ein super Spiel. Deswegen auch sehr schade, dass er vorne mit dem Bogenball jetzt da Pech hatte. Aber die Ungarn haben natürlich neue Angriffszeit. Und das spielen sie jetzt sehr ruhig da aus. 17 Sekunden sind es noch. 16. Ja, sie haben da alle Zeit der Welt. Beide Arme raus, wunderbar. Sehr schön. Und dann versuchen sie aber auch immer wieder ganz gerne direkt in die Mitte zu spielen. Ja, es ist ein sehr körperlich intensives Spiel, muss man auch ehrlich sagen. Also die große Frage wird wirklich sein, schaffen sie es so lange jetzt dagegen zu halten? Noch 15 Sekunden. Also die Schiedsrichter haben wirklich einen besonderen Stil zu pfeifen. Der nimmt unseren Angreifer mit beiden Händen zur Seite und es gibt kein Foul, kein gar nichts. Beide Hände sind im Wasser und plötzlich ist unser Angreifer weg. Aber sie pfeifen das glücklicherweise auf beiden Seiten so und Baxter, sehr schön. Zu Beginn der Partie war es ein sehr torreiches Spiel, da wird wieder gehakt und gearbeitet. Aber ein Treffer würde dem Spiel immer wieder gut tun. Eieiei, da ging aber schon der Ellenbogen auch raus gerade. Ja, aber überall. Alter Falter. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was die beiden hier pfeifen, aber... Aber die Spandauer ackern toll zurück, muss man auch sagen, da ist wirklich sehr viel Kampf und da muss man sehen, hoffentlich halten sie das lange durch. So, jetzt ist man erstmal mit dem Querbalken im Bunde, ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Ball bewegt sich mal wieder Richtung Zollnack-Tor. Nur 12 Sekunden Angriffszeit. Schade, Dennis Strzelecki, der wäre ihm jetzt auch zu gönnen gewesen, dass da vielleicht mal einer reinrutscht. Matteo Tschuk von der Center-Position jetzt sehr gut zurückgeschwommen. Die ackern wirklich alle, also man kann die nicht oft genug loben und da sagen, ist wirklich klasse. Baxter mit der Parade. Jetzt pfeift er, der Verteidiger hat beide Hände raus und er gibt die Rausstellung. Also der Serbe, der ich weiß nicht, ob der zu stark am Palinka gerochen hat heute Mittag oder den die Ungarn verteilt haben als Gastgeschenke heute beim Official Lunch. Ja, Dedovic, die Kappe runtergerissen,
Tiberio Negrean die Kappe runtergerissen. Also es war jetzt auch körperlich sehr intensiv, diese letzte Phase. Schöner Block. Überzahl, sehr schön. Dennis Stelecki geht in den Konter, Nummer 10. Schuck kriegt die Rausstellung und damit aus der abgewehrten Überzahl jetzt selber eine Überzahl. Und jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich. Und der fällt auch. 7:7. Endlich mal wieder ein Treffer. Ja, und vor allen Dingen hat den, also den hat er vorher in der Zeitung gelesen, dass er den jetzt schießen muss. Er steht normalerweise überhaupt nicht auf der Position und er nimmt den mit seiner Urgewalt, die man jetzt da sieht, und zimmert den in die lange Ecke. Ball ist nicht drin. Nee, die sind nervös jetzt, die Jungs. Also es ist jetzt wirklich so. Möglichkeit für Spandau in Führung zu gehen. Es gibt, glaube ich, es gilt für alle Ballsportarten. Es gibt eiserne Gesetze, wenn die Nerven blank liegen, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Wenn die Nerven blank liegen, dann trifft auch Weltklasse nicht. Und das ist der Punkt, wo man jetzt sagen kann, okay. Angriffszeit 6 Sekunden. Abschluss. Ja, schade. Das Schade ist einfach, dass die Verteidiger blocken können, ja? Wenn die Bälle aufs Tor kommen, ich wiederhole mich da, aber dann glaube ich, dass der Torhüter Nagy heute nicht seinen Tag hat. Und Baxa hält ihn wieder und 2:1 vorne Konter. Ja, sieht er. Ball kommt. Stamm mit dem Treffer und der entsprechenden Emotion, aber ja, da war, kommt meine These wieder durch, dieser Torwart ist eine Kappe mit Füßen, das nichts erhält, also definitiv heute keinen, den muss er in der kurzen Ecke einfach der rutscht halten, ihm der rutscht ihm in der kurzen durch. Ecke durch, sieht man jetzt auch, der ist überaus nervös und ist selber so verunsichert, dass Spandau einfach weiterschießen muss. 8:7. Es läuft die letzte Minute im dritten Spielabschnitt. Sind wir mal gespannt, ob Zollnock jetzt die Reaktion zeigt oder ob es tatsächlich so ist, dass die Nerven blank liegen. Ah. Er hat den Ball, Emotionen sind drin im Spiel. Ball in der Hand und will eigentlich einen Torschuss machen und kriegt trotzdem die Rausstellung. Also ich bleibe dabei, dieser Serbe ist heute eine Katastrophe da drüben. Aber von mir aus kann der so schlecht pfeifen, wie er will. Wenn Baxa hat den. Aber Zollnock hat immer noch die Möglichkeit auszugleichen. Ja, natürlich. Und das tun sie auch, nutzen diese Überzahlsituation 8:8. 14 Sekunden sind es jetzt erst nochmal auf der Uhr im dritten Spielabschnitt. Ja gut, vielleicht kann Spandau noch einen Block machen und noch zum Torschuss kommen. Da wäre natürlich jetzt so eine 9:8 Führung bei noch 13 Sekunden Spielzeit, wäre jetzt natürlich eine tolle Sache. Spandau wird den zweiten Center bringen. Und wird alles versuchen, nochmal zum Torabschluss zu kommen in diesen 13 Sekunden verbleibende Spielzeit. Bay!
Drei Sekunden. Ja gut, jetzt ist Spandau in Überzahl und muss den Ball holen beim Anschwimmen, um dann in Überzahl vorne vielleicht noch so 15 Sekunden Angriffszeit zu haben. Vielleicht ist es sogar so, Ball holen und Timeout vom Trainer wäre natürlich auch eine Variante. Aber erstmal ist ganz kurz Pause und die nutzen wir auch. Und dann gehen wir in eine sehr, sehr emotionale Schlussphase, ein sehr, sehr emotionales letztes Spiel. Viertel, davon ist definitiv auszugehen nach diesen bisher drei gespielten Vierteln. 8:8 steht es. Bis gleich. Wir sind zurück. Es geht für Spandau jetzt darum, das Anschwimmen zu gewinnen. Das gelingt nicht ganz. Ja, damit ist leider die Überzahlchance vorbei. Das war natürlich jetzt Pech. Also wenn Reibel schafft es nicht, den Ball zu holen, sonst hätte man noch mal 15 Sekunden Überzahl gehabt. Aber ich bleibe dabei, das ist das beste Saisonspiel von Spandau. Und ich muss ehrlicherweise sagen, sie haben eigentlich heute einen Punkt verdient. So klasse, wie sie spielen. Da gibt er noch einen Freiwurf 5 Sekunden vor Ende. Bringt aber nichts. Spandau kämpft sich den Ball. Möglichkeit, in Führung zu gehen. Ja, Matteo Tschuk in der Center-Position wird jetzt, muss da vorne arbeiten. Und er muss sehen, dass er da auch eine Rausstellung kriegt da vorne. Sehr schön. Macht er hervorragend. Sehr schön. Um den Mann rum. Und er schießt das Tor direkt. Man darf außerhalb des 5 Meters einen direkten Freiwurf machen. Den macht der Junge sensationell. Also völlig. Keine Zeit verlieren. Völlig 9:8. Einfach machen. Dieser Überzahltor, der hat einfach, der die Fühle hat. Er ist jetzt dran. Man sieht deutlich, er ist außerhalb der Hütchen. Der Torhüter guckt aber auch weg. Der Torhüter hält heute keinen. Nee, er guckt ja aber auch nach rechts. Ja, also, er achtet überhaupt nicht auf die Chance, dass ein direkter Schuss jetzt kommen kann. 9:8. Man muss sich diese Namen angucken, die jetzt da im Wasser sind bei Zollnok. Das ist mehr als eine Weltauswahl. Das ist, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich olympiareif. Wenn man sich jetzt neuen anguckt, dann kriegen sie nochmal wieder die Rausstellung und damit die Möglichkeit, jetzt da ein schnelles Tor zu machen. Natürlich helfen die Schiedsrichter da auch ein bisschen. Aber trotzdem muss der Ball erstmal ins Tor und da steht noch Baxa und vielleicht kann Baxa den machen da. Schade, schade. 2 Meter, sehr gut. Der Angreifer steht in der 2-Meter-Linie und das darf man nicht ohne Ball. Das ist wie abseits im Fußball und damit zählt dieses Tor nicht und Spandau hat diese Überzahl abgewehrt und hat damit selber jetzt die Chance, im Konter aufs Tor zu schwimmen. Da ist, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Schwimmtempo. Ja, es sind noch 16 Sekunden. Jetzt ruhig durchatmen, den Ball laufen lassen und am Ende der Zeit einen Torschuss vielleicht noch mal schaffen. Jetzt bei 6:05. Der ungarische Spieler, in dem Fall ein Serbe, Nummer 9, Prelenovic, ist wieder in den Konter gegangen. Deswegen Sicherheit, kein Abschluss, sondern am Ende der Zeit den Ball weg. Ist nicht unbedingt Wasserballsport, den ich liebe, aber das kann manchmal ein probates Mittel sein, um nicht den Konter zu kriegen. Konterfoul. Ja, da pfeift der Italiener jetzt konsequent. Der Ungar Kisch da vorne drückt sich weg. Das hatte vorhin gegen Tschuk auch ein paar Mal gepfiffen, der Serbe. Thank you.
Sechs Sekunden, vier Sekunden, ah, den hat er. Schade, wäre natürlich sehr schön gewesen. Vier Sekunden noch zu spielen, wenn der besser aufsetzt vielleicht und höher kommt, kriegt er nicht. War sehr schön aufgezogen. Aber okay, wir dürfen nicht vergessen, es sind noch fünf Minuten zu spielen und Spandau führt mit einem Tor. Sehr schön, sie helfen da, sie springen. Jeder kämpft für jeden. Stefan Plesivac jetzt auch in der Verteidigung geackert. Er ist fertig, der Junge. Matteo Tschuk kommt als Center. Sie müssen jetzt wechseln und Matteo reinbringen. Damit sind sie leider nur fünf Spieler im Angriff und haben nur noch 16 Sekunden. Also es wird jetzt schwer, vorne reinzukommen und überhaupt torgefährlich zu werden. Den hätte der wieder nicht erhalten. Wenn der nicht zufällig oben noch auf den Kopf, der hat die Arme überhaupt nicht rausgekriegt, Nagy. Das war wieder Matteo Tschuk mit einem sehr schnellen Abschluss am Ende der Zeit allerdings. Sehr richtig. Aber Ballgewinn. Ja, Ballbesitz. Und jetzt schmeißt er raus. Und es gibt für Spandau die Überzahlchance. Und sehr gut. Kovacevic nimmt die Auszeit. Und Spandau hat jetzt die Chance, mit zwei Toren mit dieser Überzahl in Führung zu gehen. Sehr konsequent von dem Italiener, weil der Ungar erlaubt nicht das Ausführen, drückt den Spandauer unter Wasser. Das ist nicht erlaubt, wenn man Ausführen behindert, muss es die Rausstellung geben. Und damit hat Spandau jetzt die wahnsinnige Überzahlchance, mit zwei Toren in Führung zu gehen im letzten Viertel gegen den amtierenden Champions-League-Sieger. Wir wollen nicht vergessen, gegen wen wir heute hier spielen. Spandau in Überzahl. Der ist nicht drin. Schade, übers Tor, wenn der aufs Tor kommt. Ja, das ist immer das Problem, dass wenn der Torwart nicht halten muss, dann muss er halt auch nicht halten. Das ist die alte Weisheit. Schade, das war die Chance. Jetzt werden die Ungarn natürlich vorne hundertprozentig vom Schiedsrichter auch eine Chance kriegen, unentschieden zu machen. Und der geht auch rüber. Also da liegen die Nerven genauso blank wie bei den Spandauern. Wie eben bei Negrean, jetzt hier bei meinem Lieblingsspieler, meinem festgemachten Belenovic, wenn man einen Lieblingsspieler in einer anderen Mannschaft haben darf. Sonst sind natürlich die Spandauer alle meine Lieblingsspieler. Aber in dem Fall jetzt, der Junge ist eigentlich wirklich klasse. Ball geht gegen den Pfosten. Schade. So ein Ball kann doch dann auch mal an den Innenpfosten und dann vielleicht reingehen. Drei Minuten sind es noch. Das war klar, dass wir jetzt die Überzahl kriegen und jetzt wäre natürlich. Ich sage jetzt mal, jetzt kommt es auf Baxter an, ob der den hält im Tor da hinten. Er hält ihn und das, obwohl das Ding natürlich relativ nah ist. Von zwei Metern mit also. Zwei Händen. Also ich bleibe dabei, das ist der Wahnsinn hier heute, was die Jungs abliefern. Also es ist wirklich, wirklich irre. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie das jetzt noch zwei Minuten durchhalten, dass sie ihren Punktgewinn mitnehmen. 2:20 oder vielleicht jetzt sogar noch einen machen. So, jetzt muss der Wurf kommen. Ja, der muss aufsetzen, das ist das Problem. Gibt es eine Ausstellung? Gibt nochmal Rausstellung. Ja, es wird natürlich jetzt mit allen Mitteln. Es kann nicht sein, dass hier das Weltklasse-Team jetzt so untergeht. Da gibt es nochmal eine Rausstellung gegen Tschuk in der Situation. Und wir werden nochmal hoffen müssen, dass Baxter da hinten Hände an den Ball kriegt und dass die Jungs noch die Kraft haben, jetzt da zu ackern. Überzahl vorbei, Baxter hält ihn überragend. Ja, aber sie müssen weiterspielen. Es geht jetzt nicht aufhören. Sie müssen weiterspielen. Er muss nach vorne.
wir müssen ein Tor machen. Das ist jetzt der, wir dürfen nicht uns ausruhen auf eine Torführung, sondern wir müssen versuchen, noch ein Tor zu machen, vielleicht auch eine Rausstellung zu kriegen. Hagen Stamm schwimmt eigentlich mit. Das können Sie nicht sehen, ja, aber das ist also so. Ich voll drin. Schuss wird oder der Wurf wird wieder geblockt. 1:08.20 Sekunden Angriffszeit für Czolnok. Da vorne wird jetzt gearbeitet. Wie verrückt da vorne in der Center-Position. Noch 8 Sekunden Angriffszeit. Den jetzt nicht zum Schuss kommen lassen, den Jungen. Allerdings kommt er zum Schuss und markiert den Ausgleich. Ja, jetzt muss aber der serbische Schiedsrichter hier auch noch eine Rausstellung vielleicht mal geben. Ja, das ist. Ja, am besten eine Rausstellung, 20 Sekunden spielen, dann eine Rausstellung und die Überzahl komplett ausspielen. Dann hat man zumindest einen Punkt sicher. Ein Punkt gegen diese Mannschaft wäre auch schon eine Riesensensation, aber vielleicht hat man sogar noch die Chance, jetzt nachzulegen. Der wichtigste Angriff der bisherigen Saison. 22 Sekunden Angriffszeit noch. Da ist der Ball und der Ball ist ja! im Tor. Wow! Der Ball ist im Tor. Es ist das 10:9. Hagen Stamm ist eigentlich gerade ins Wasser gesprungen. Können Sie jetzt auch nicht sehen. 10:9. Und jetzt kann man sagen, es wird definitiv ein Unentschieden werden. Wenn es noch zu einem Treffer von Zollner kommen sollte. Aber das Unentschieden haben sie. Es ist der Wahnsinn heute, es kann viel passieren. Es kann natürlich ein sehr schnelles Tor und dann einen Ballverlust geben. Es ist jetzt 23 Sekunden. Normal muss der Punktgewinn jetzt eigentlich sicher sein. Man hofft, dass die Schiedsrichter jetzt nicht noch eine einfache Rausstellung geben vorne im Center. Keine Geschenke mehr von den Schiedsrichtern. Spandau verdient heute hier einen Punkt, aber eigentlich beide, so wie sie heute gespielt haben. Es war heute Wahnsinn, was da passiert. Da gibt er denen den Freiwurf auch noch. Der Ball geht zurück, das ist aber ein ungenauer Pass. Der Wurf kommt, Baxter hat ihn und damit ist die Sensation. Leute, das ist der Wahnsinn. Perfekt, die Wasserfreunde aus Spandau, was hier heute passiert. Schlagen den amtierenden Champions League-Sieger. Und Laszlo Baxter nimmt heute den Ball mit ins Bett, hundertprozentig. Das ist der historische Sieg, den wir hier in den letzten 10 Jahren gesehen haben. Gegen den aktuellen Champions League-Sieger, gegen eine Weltauswahl. Mir fehlen die Worte. Die Jungs verdienen heute jedes Lob, was man überhaupt nur geben kann. Sie haben gekämpft. Jeder im Team war heute sensationell stark. Baxter ist vom Anfang bis zum Ende immer stärker geworden und war am Ende der Rückhalt für diesen Sieg. Wahnsinn. 10:9 am Ende für die Wasserfreunde aus Spandau. Hagen Stamm hat es gesagt, der historischste Sieg in den letzten 10 Jahren. Für die Berliner Wasserballer, die hier gerade an uns vorbeigehen und dem man natürlich das auch ansieht, was die geleistet haben. Trainer Peter Kovacevic, der war allerdings eben relativ ruhig, hat aber auch eine taktische Meisterleistung hier ins Wasser gezaubert, viel gewechselt, immer die richtigen Antworten gefunden. Das Team ist letztlich nicht nervös geworden, so wie man sich das wahrscheinlich im besten Fall hätte vorgestellt. Ich bedanke mich bei Hagen Stamm, der muss jetzt nämlich auch mal feiern gehen und diesen Triumph genießen. Vielen Dank. Ja, ich sage danke, ich muss zu den Jungs jetzt. Es war wirklich der Wahnsinn heute. Wir freuen uns auf die nächste Party und wer so ein Spiel gewinnt, der kann in dieser Saison natürlich noch ganz, ganz viel mehr erreichen. Und damit auf Wiedersehen.